If you look into a temple, you won't find me. New face, new paint, and a new ID. If you look into a temple, you won't find me, honey. New face, new pants, and a new ID. Give me another Nam City. And I did, and I'm your brain. Give me another Nam City. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal 21 Backstage. Ich habe hier heute die Band See You in Hell sitzen. Wie geht's euch? Jetzt gut, nachdem alles klar ist. Wir sind hier und wild entschlossen, ein bisschen zu musizieren. Das ist immer sehr anregend. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar, wie haben denn zwei so unterschiedliche Musikrichtungen zueinander gefunden? Wir haben einfach zusammen geprobt und geschaut, was passiert. Und ich komme ja so ein bisschen eher aus der Tradition der Gospelmusik und Helmut eher von der ganz anderen Richtung. Und ja, wir haben dann einfach festgestellt im gemeinsamen Proben und Musizieren, dass da unglaublich viel passieren kann. Wir haben geschaut, wo ist die größte gemeinsame Schnittmenge, und die haben wir gefunden und dann haben wir es einfach geschehen lassen. Ja, aber die Tatsache, dass wir zusammen geprobt haben, ist ja auch nicht ganz klar. Also das impliziert ja schon, dass es schon eine Vorgeschichte gab, und die war eigentlich eine Anfrage, ob wir zusammen, weil wir kannten uns irgendwie mehr oder weniger aus der Zeitung, und da gab es eine Anfrage, ob wir zwei nicht mal für einen besonderen Anlass was zusammen machen könnten. Und dann war es um uns geschehen. Was ist denn für dich das Besondere an der Gospelmusik? Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht in eine ganz andere Richtung abdriftet, weil also unsere Musik ist keine Gospelmusik, die wir machen, sondern wir haben ganz viele Gospel-Elemente drin, und das sind so Elemente wie zum Beispiel Call and Response oder ja, einfach die Art und Weise, wie ich diese Musik erlebe, erfahre, mit ganz viel Soul, mit ganz viel Seele. Es ist sehr direkt, es ist sehr ohne Netz und doppelten Boden, es ist sehr reduziert, wirklich nur auf das Instrument Bass und auf meine Stimme. Und das ist schon ganz viel Gospel für mich. Was möchtet ihr denn mit eurer Musik aussagen? Bringt euch nicht um, macht's euch nett, seid zuversichtlich. Liebt euch. Freut euch. Genau. Nein, also es gibt keine Botschaften, also außer denen, die es immer gibt, wenn Menschen zusammenkommen und unter Umständen zusammen musizieren oder wenn Begegnungen stattfinden. Was wollen wir aussagen? Wir wollen ja nichts Besonderes und alles auf einmal. Es sind Gedanken, es ist unser Leben, was sich widerspiegelt in den Titeln. Es ist unsere Leidenschaft, es sind ja, Begebenheiten, die wir erfahren haben. Be a joker, he just did what he pleased. Was waren denn die außergewöhnlichsten Augenblicke auf der Bühne für euch? Ja, und zwar, wir hatten, ich glaube, das war letztes Jahr, jetzt ist er selber ganz gespannt, was es war. Wir hatten letztes Jahr einen Auftritt, das war, glaube ich, in Frankfurt, kann das sein? In Frankfurt, ich bin mir nicht ganz sicher, am Mainufer, war total irre. Es war ein Open Air und so ein Festival, ging auch ein ganzes Wochenende, und kurz oder während unserem Auftritt plötzlich verdunkelte sich der Himmel, und es war also wirklich ein totaler Wolkenbruch und es regnete, was runterkam. Es war wirklich unfassbar. Es waren Stromausfälle da, alles funktioniert, es war plötzlich alles, ganze Gelände war dunkel, und also es war sehr mysteriös auch so und total irre. Und wir haben einfach weiter gespielt und haben die ganzen Gäste und Besucher dann einfach auf die Bühne gebeten. Und die ganzen Veranstalter haben schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die ganze Bühne eventuell zusammenbrechen könnte. Und aber wir haben es hingekriegt, und es war ein ganz, ganz toller, spannender Moment, und es war was ganz Intensives. Also auch, glaube ich, für die Leute, die dann da mit uns auf der Bühne waren. Also das war irre. Es war ganz toll. Werde ich nie vergessen. Ja, das ist so ein bisschen was Katastrophenmäßig. Die waren alle klitschnass und alle waren da. Es hat gedampft und wir mittendrin. Ich glaube, ich kniete dann irgendwie auf der Bühne und gespielt, und alle, oh, das war so ein bisschen. Ja, und die waren alle ganz nah dran. Und dann glaube ich auch zusammen, also nicht nur, also auch innerlich, wenn ein bisschen die Katastrophe, der Wettergott durchdreht. Ja. Ja. So, und dann die letzte Frage. Was plant ihr für die Zukunft?
Ich weiß nicht, also ich glaube, wir hangeln uns von einem Event zum anderen. Also heute ist Bielefeld dran und morgen die ganze Welt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, genau, es gibt, da gibt es keinen Plan. Wir haben keinen Plan, sondern wir lassen uns einfach treiben und schauen, was passiert. Es ist witzigerweise auch, das Publikum finde ich ganz interessant. Es sind jetzt irgendwie viele Frauen da. Bei Kran waren hauptsächlich Männer da. So. Und die sich da angesprochen fühlen, sagen, boah, da passiert irgendwas. Und ich habe auch nie so viel glänzende Augen gesehen. Ja. Wenn sie hinterher ankommen, sagen, ich finde das echt phänomenal. Ja. Also deshalb kann man das nicht planen. Man macht einfach, Musik soll da immer ein Angebot sein. Man gibt es raus und wenn jemand drauf anspringt oder man merkt, dass das für jemand eine Befriedigung eines ungestillten Bedürfnisses ist, dann hat man, glaube ich, schon gewonnen. Dem füge ich nichts mehr hinzu. Alles klar. Dann bedanke ich mich für das sehr schöne Interview. Und für weitere Informationen geht auf facebook.com/Fernsehkonzerte. Tschüss! Though the views of our crucifier now may be not what you think, but he comes and limousines all time. I'm still the same. I miss my face on the late news. Though it's not what you think. Everybody sing. People have little secrets. Having tons of little secrets. One more time. Little secrets, but it's not what you think. Everybody's singing. Yeah.